Ah, Corinne Foix, nochmal mit Gefühl. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Vortrag X2Go, ein performanter Remote Desktop, nun auch per Browser. Mein Name ist Stefan Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der Bauer ETCS UG Haftungsbeschränkt. Aber ich bin auch der X2Go-Projektkoordinator und, wenn nicht gerade eine Pandemie umgeht, auch der Eventplaner und der Lead Evangelist. Also derjenige, der durch die Weltgeschichte reisen darf und überall herum erzählt, wie toll X2Go ist. Und nebenbei schreibe ich seit einiger Zeit auch noch Artikel, nicht nur zum Thema X2Go, für Heise Online, CT, das deutsche Make-Magazin und seit neuestem auch für die Südwestpresse, unsere Lokalzeitung hier. Warum bin ich heute nicht live vor Ort? Nun, ich habe ein pflegebedürftiges Familienmitglied, das innerhalb der letzten 20 Monate gleich zweimal wegen Krebs operiert werden musste und aktuell wieder im Krankenhaus ist. Und nach einer unschönen Erfahrung auf einer anderen Veranstaltung, siehe Bild, die zwar zum Glück ein Fehlalarm war, aber halt trotzdem eine gute Woche Isolation für mich bedeutet hat, bis der zweite PCR-Test dann auch negativ zurückkam, habe ich für mich die Konsequenz gezogen, Präsenzveranstaltungen mit so vielen Teilnehmern einfach zu vermeiden. Ich bin zwar vierfach geimpft, aber die letzte Impfung, die ist auch schon nur gut 2 Monate her. Und wir haben immer noch eine 7-Tage-Inzidenz von so grob 230. Und da ist mir bei der hohen Quote an Maskenmuscheln und Pimmelnasen im ÖPNV, die ich hier schon täglich in Bus und Tram erlebe, und mindestens 9,5 Stunden Fahrt von Ulm bis Kiel, wohlgemerkt noch ohne Sicherheitsreserve für Verspätung und verpasste Anschlüsse gerechnet, das Risiko, mir was einzufangen und dann Worst Case mein Familienmitglied ins Jenseits zu befördern, mindestens aber mich wieder 2 Wochen wegsperren zu dürfen, einfach zu hoch. Wer übrigens nicht weiß, was eine Pimmelnase ist, gibt mal bitte bei der Google-Bildersuche Parshade und Fliegengitter ein. Als erstes eine kurze Erklärung, was ist X2Go überhaupt? X2Go ist eine freie Remote Desktop und Remote Application Lösung. Frei bedeutet hier, sie ist nutzbar, auch in Firmen, und man darf sie sich auch nach eigenem Geschmack anpassen. Den X2Go Client, den gibt es nicht nur für Linux, sondern auch für Windows und macOS. Und den kann man übrigens nicht nur dazu verwenden, Verbindungen mit dem X2Go Server aufzubauen, sondern auch als grafisches Frontend, also als hübsche bunte Eingabemaske für die üblichen Anwendungen, die unter Linux zum Aufbau von einer Verbindung zu einem Remote Desktop von Windows benutzt werden. Das funktioniert mit der Linux-Version vom X2Go Client sogar ganz ohne einen X2Go Server, wenn man das will. Das macht es interessant für Leute, die sich noch nicht ganz von Windows lossagen können oder wollen. Und an der Stelle noch ein kurzer Hinweis zum X2Go Server. Den gibt es nur für Linux, aber diese Einschränkung ist für den Vortrag heute jetzt nicht relevant. Als nächstes kommen wir zu K-Drive. K-Drive ist ein neues Protokoll und eine Alternative zu dem bisher von uns genutzten No Machine in X-Protokoll. K-Drive nutzt eine etwas andere Herangehensweise. NX, das benutzt einen kleinseitigen X-Server, um dort die Ausgabe zu generieren. K-Drive wiederum verlegt den X-Server auf den Server und zeichnet dann selbst auf den Client, ohne an den kleinseitigen X-Server gebunden zu sein. Und damit wird es in Zukunft hoffentlich auch möglich sein, X2Go-Client nativ auf dem Wayland-Client zu betreiben, ohne X-Wayland. Moderne Desktops wie GNOME 3 und KDE Plasma 4 und 5, aber auch Anwendungen wie Chrome, Chromium und die Firefox-Version der letzten Jahre, die würden und werden immer mehr auf lokale Performance getrimmt und vernachlässigen sträflich die Netzwerkfähigkeit von X11. Deswegen ist das NX-Protokoll hier nicht mehr so performant wie noch vor ein paar Jahren. Einer der X2Go-Gründer, der nach wie vor auch aktiv am Projekt mitentwickelt, nämlich Alexander Alex Schneider, hat daher K-Drive erfunden, um auch diese Desktops und Anwendungen unter X2Go wieder performant bereitstellen zu können. Noch ist K-Drive Beta und daher nur über unsere Nightly Repositories, auch bekannt als Heuler, erhältlich. Mit dem in Kürze anstehenden nächsten X2Go-Release wird aber auch K-Drive für komplette Desktops im Stable aufgenommen. K-Drive-Unterstützung für Published Applications ist in Arbeit. Ob wir das schon ins nächste Stable-Release reinkriegen und es dann auch sauber funktioniert, das will ich noch nicht versprechen. Aber das Feature ist zumindest mal in aktiver Entwicklung. Und K-Drive ist auch Voraussetzung für den HTML5-Client, da man nun auf die Implementierung eines kompletten X-Servers in JavaScript verzichten kann.
und mal ehrlich, einen X-Server in JavaScript, das will doch auch eigentlich niemand haben, ja? Das wäre ja eigentlich schon fast ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Und als nächstes schauen wir uns ein Video an, wie KDrive funktioniert. Den Link habe ich hier euch auch reingepostet. Die Folien werden wir euch nachher auch zum Download bereitstellen. Den Link muss jetzt niemand mit stenografieren. Jetzt schaue ich mal, wahrscheinlich muss ich die Bildschirmfreigabe ausschalten. Und dann kann ich dieses Video teilen. Zap. Teile mit. So. Hier sieht man jetzt den neuen X2Go-Sitzungstyp KDrive. Nicht wundern, auf dem hier gezeigten Server ist eine Zwei-Faktor-Authentisierung aktiv. Deswegen erscheint nach der Eingabe von Benutzername und Passwort diese Challenge-Abfrage, bevor die Sitzung gestartet wird. So, Sitzungsaufbau, Desktop ist da. Und zum Geschwindigkeitsvergleich zeigen wir hier gleich Pale Moon. Pale Moon ist ein Fork von Firefox, der noch mit klassischem X11 und damit mit X2Go NX recht performant funktioniert. Firefox ist dagegen mit NX ja, wie gesagt, recht träge geworden. Und hier haben wir jetzt Pale Moon und Firefox nebeneinander. Links ist der Pale Moon, rechts ist der Firefox. Und wie man jetzt beim Scrollen gleich sieht, ist der Unterschied dann KDrive kaum noch spürbar. Teilweise ist der Firefox sogar schon wieder schneller. So, und damit geht es zurück zur Präsentation. So, jetzt haben wir KDrive mit dem klassischen X2Go-Client in Aktion gesehen und jetzt kommen wir endlich zum HTML5-Client, um den es hier im Vortrag ja zentral gehen soll. Der HTML5-Client, der setzt auf KDrive auf. Er ist ebenfalls eine Entwicklung von Alexander Schneider, läuft auf einem Webserver und dient quasi als Vorschaltebene oder Vermittler zwischen dem HTML5-fähigen Browser als Zeichenoberfläche und dem X2Go KDrive-Server auf der anderen Seite. Der HTML5-Client, der ist nur in der Lage, komplette Desktops darzustellen. Published Applications machen in dem Browserfenster natürlich keinen Sinn. Eine einzelne Applikation dagegen schon eher. Das war auch noch ein Feature, was man einbauen könnte. Aktuelle Einschränkungen vom HTML5-Client sind fehlende Unterstützung für Tastaturlayouts, der ist also im US-Layout, wenn man den bedient, für Sound und für Druck- und Dateifreigaben. Und es gibt auch momentan noch keinen Support für Zwei-Faktor-Authentisierung. Also klar, SSH-Keyfile über Browser, das wird eh nicht funktionieren. Aber dieses Pop-up, was ihr vorher gesehen habt mit der Challenge, das haben wir hier halt auch nicht implementiert. Dafür gäbe es auch zumindest noch einen Workaround mit einer HTAccess-Datei, die dann per Pluggable Authentication sowas abfragt, aber dann muss man halt das Passwort ein zweites Mal eingeben. Also erst muss man ein Passwort und Challenge eingeben, um an dieser Sperre vorbeizukommen und dann nochmal das Passwort, um in der eigentlichen X2Go-Anmeldemaske sich dann anzumelden. Und das wäre halt viel schöner, wenn das alles nativ in dem HTML5-Client erfolgen würde, dass man das Passwort nicht zweimal eingeben muss. Wie für alle oder fast alle Features rund um X2Go gilt aber auch hier, mit entsprechendem Sponsoring unserer Entwickler ist es lösbar. Eine grobe Hausnummer, so über den Daumen gepeilt, ist, dass die Entwicklung von einem neuen Feature meist um die 5000 Euro kostet. Komplexer natürlich auch mal mehr. Zu den Möglichkeiten, wie man Features sponsern kann, nämlich über Spenden und über Aufträge, kommt nachher noch eine Folie mit Links. Es muss also nicht einer die gesamten 5000 Euro zusammenbringen, sondern da kann man sich auch einzeln zusammentun. Jetzt zur Installation. Die muss, wie gesagt, auf dem Webserver passieren, nicht auf dem Client. Auf dem Client sind nur installationsfrei. Wir brauchen bloß einen modernen Browser. Momentan ist zur Installation des HTML5-Clients noch Voraussetzung, dass man das Heuler-Repository mit den Nightly-Builds aktiviert hat. Das entfällt, sobald wir das nächste Stable-Release von X2Go rausgebracht haben. Wie gesagt, das wird hoffentlich in Kürze der Fall sein. Hier auf der Folie seht ihr jetzt beispielhaft für Debian und für Ubuntu, wie man dieses Heuler-Repository einbindet. Dazu muss ich noch sagen, es gibt keinen zwingenden technischen Grund, als Webserver Nginx zu verwenden.
Apache und andere sollten sich prinzipiell genauso eignen. Wir liefern allerdings momentan nur für Nginx eine Config mit aus. Und auch hier habe ich euch die notwendigen Befehle und Schritte zur Installation wieder auf die Folie geschrieben. Interessantes Detail dabei, der Webserver muss nicht zwingend auf dem X2Go-Server laufen, das können auch getrennte Maschinen sein. Direkt nach der Installation hört der Server nur auf Localhost auf die Ports 80, wo ein Redirect-Service läuft, und 443. Das ist eine kleine Sicherheitsmaßnahme, damit eine noch nicht fertig konfigurierte Maschine nicht plötzlich im Netz verfügbar ist. Und bevor man diese Beschränkung aufhebt, sollte man auch das SSL-Zertifikat aus dem Installationspaket durch ein gültiges Zertifikat, zum Beispiel von Let's Encrypt, ersetzen. Wenn man einen All-in-One-Server will, also Web- und X2Go-Server auf einer Maschine, dann braucht man natürlich die entsprechenden Serverpakete auch noch. Wichtig ist ja das X2Go-Server X2Go K-Drive-Paket, welches aktuell auch nur über das Heule-Repository verfügbar ist. Durch diesen HTML5-Client lässt sich, wie gesagt, jetzt jeder moderne Webbrowser mit HTML5-Support als Client nutzen. Und somit wird X2Go endlich auch auf Geräten mit Android und iOS nutzbar. Und zwar ohne irgendwelche Umwege wie Sideloading und Routing nutzen zu müssen. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Erst als Screenshots auf Android und danach, wenn die Bildschirmfreigabe mitspielt, noch auf einer virtuellen Maschine bei mir im Netz. Ansonsten habe ich dafür noch eine Videokonserve. Wenn man jetzt diese Adresse vom Webserver mit dem Browser ansurft, dann landet man in dieser Anmelde-Webgrid, die man hier sieht. Hier muss man Servername oder IP, Benutzername und Passwort eingeben, sowie das gewünschte Desktop-Environment auswählen. Hinweis noch, wenn man so einen All-in-One-Server konfiguriert, dann kann man natürlich auch als IP-Adresse 127.0.1 oder wahrscheinlich auch .:.1, wenn man ein IPv6-Fan ist, eingeben. Das müsste genauso funktionieren. Leider gibt es in dieser Web-Oberfläche noch keine Möglichkeiten, individuelles Startskript auszuwählen. Was man aber bereits tun kann, ist unter Advanced Options einen SSH-Server als Proxy anzugeben. Die Optionen, die man dort sieht, die sind praktisch identisch mit denen im klassischen X2Go-Client, wenn auch etwas reduziert. Und über den Reiter Native X2Go-Client kann man sich auch eine Config-Datei für den X2Go-Client generieren lassen, wenn man den also lokal installiert hat. Dann kann man sich so eine Sitzung starten lassen und die darf dann auch eine NX-Sitzung sein. Wie gesagt, alles, was im Browser sonst läuft, muss K-Drive nutzen. Wenn man sich nur ein Config generieren lässt, dann kann man auch eine NX-Sitzung nutzen. Nach der Anmeldung bekommt man dann den Desktop im Browserfenster zu sehen. Und mit diesem Button rechts oben, Moment, ich muss die Mauszeige hier rüberkriegen, also mit den beiden Buttons hier, kann man den Inhalt der Zwischenablage vom Client zum Server oder umgekehrt schieben. Dann kann man die Sitzung anhalten, man kann die Sitzung beenden und man kann sie auch in einem neuen Browserfenster öffnen. Das ist jetzt am Android-Device nicht so wirklich interessant. Am PC zeige ich euch nachher, was da passiert. Das ist eigentlich schon recht schick. Erfahrungsgemäß sind normale Desktops allerdings nicht so wirklich für Touch-Bedienung geeignet. Also um dieses Startmenü im Android-Chrome-Browser per Fingertouch auszuklappen, habe ich 3 oder 4 Anläufe benötigt, bis ich die richtige Stelle getroffen habe. Es macht daher Sinn, an Mobilgeräten eine richtige Tastatur und Maus anzuschließen, wenn man sie als X2Go-Client nutzen will, oder zumindest einen Stift zur Eingabe zu benutzen. So, und jetzt probieren wir das Ganze mal live. Falls es nicht klappt, habe ich, wie gesagt, auch noch ein Video davon. Den Link zum Video kann ich nachher noch in die Folie einbauen. Denkt im Folgenden bei der Demo bitte dran, das Screensharing hier arbeitet nur mit 5 Frames pro Sekunde. Also in echt ist das Ding deutlich physischer, als ihr das hier gleich im Livestream sehen werdet. So, da haben wir unser Browserfensterchen. Server, wie gesagt, kann ich, weil es ein All-in-One ist, 127.0.0.1 nehmen. Das ist jetzt kein User, sondern ein Userle. Das Passwort ein. Ich habe Mate als Desktop Environment selektiert und sage jetzt Start X2Go Session.
Jetzt wird die Sitzung aufgebaut. Und da ist mein Maschinchen. Wenn jetzt hier also die Startleiste ausklappen, dann ins Internet gehen, schauen wir mal, welchen Browser haben wir installiert. Da ist der Firefox. Klick. So, und jetzt sieht man hier, dass dieser Browser hier so einen Scrollbalken hat. Ich habe jetzt nicht das ganze X2Go-Fenster drauf. Und da ist, wie gesagt, dieser Button mit dem Extra-Fenster ganz schick. Drück jetzt drauf. Ich habe jetzt ein neues Fenster und es sind jetzt die Scrollbalken weg. Ich habe es jetzt im Weizen. Und ihr habt es gerade gesehen, das ist ein dynamisches Resizing. Also ich könnte jetzt auch dieses Fenster wieder kleiner ziehen und mein Remote-Desk würde sich dynamisch in der Größe daran anpassen. Abscrollen, es ist alles schön flüssig. Wie gesagt, bei euch wird es nicht ganz so flüssig sein durch die Beschränkung auf die 5 Frames pro Sekunde. So, dann kann ich auch noch hergehen und mir zum Beispiel ein LibreOffice öffnen. Da haben wir das Büro. LibreOffice. Machen wir weiter. Ja, da war schon mal ein Dokument offen, das brauchen wir jetzt nicht. Tipps möchte ich jetzt auch nicht lesen. Zack, zack. Dann tippen wir hier ein bisschen was, stellen eine schöne große Schriftgröße ein, dass ihr es auch remote schön lesen könnt. So, ich hoffe, man sieht's. Ja, und zum Beenden könnte ich jetzt, wie gesagt, hier oben den Knopf nehmen. Oder die Sitzung pausieren und dann später wieder aufnehmen. Ich gehe jetzt einfach hier aus dem LibreOffice raus. Nicht speichern. Gehe aus dem Browser raus. Alles schön brav zumachen. Übrigens noch ein Hinweis, hier ist es zur Standard-Hintergrund eingestellt. Remote Desktops sind deutlich performanter, wenn man einen einfarbigen Hintergrund einstellt. Also kein Bildchen einstellen, keinen Farbverlauf einstellen. Eine einfarbige Fläche, dann sind Remote Desktops deutlich flüssiger in der Bedienung. So, und jetzt gehe ich hier auf Userlay abmelden. Abmelden. Und Connection closed. Das war's. Dann schieben wir das Ding wieder aus weg. Ich räume meine Bedienoberfläche hier wieder in den Vordergrund. So. Jetzt kann ich noch einen kurzen Ausblick bieten. In Treuchtlingen, das ist die Geburtsstadt von X2Go, da plant die Stadtverwaltung eine Erprobung von K-Drive und vom HTML5-Client. Und die grobe Roadmap dort sieht so aus, dass also in der zweiten Oktoberwoche das Konzept vorgestellt werden soll. Ziel dabei ist Freigabe alter, nicht mehr gebrauchter Serverhardware für eine Evaluierung Ende 2022, also Ende dieses Jahres. Pilot dann im ersten Quartal 2023, sowohl K-Drive als auch HTML5-Client. Im Anschluss an den Pilot dann ein Lasttest und in Q3 2023 soll es eine Neuanschaffung von Server-Hardware geben, wenn sich das alles soweit bewährt hat, um dann damit schlussendlich in Produktivbetrieb zu gehen. Der Piloteinsatz, der wird vermutlich in der Verwaltung von Kindergärten oder Schulen liegen, also klassisches Work-from-Home, Homeoffice-Szenario. Der Zugriff bei den Treuchtlingern, der muss in dieses städtische Verwaltungsnetz immer per VPN gehen. Das ist eine Vorgabe von denen. Daher haben die wohl keinen Bedarf an der Zwei-Faktor-Authentisierung im X2Go-Client, also dem HTML5-Client-Fensterchen. Das ist natürlich schade. Das hätte uns gefreut, wenn wir da ein bisschen Finanzierung reinbekommen hätten. Public Money, Public Code, aber soll hier halt leider nicht sein. Und ja, ich liege gut in der Zeit, sehe ich, aber trotzdem, wir nähern uns schon mit großen Schritten dem Ende der Präsentation. Deswegen hier noch der Hinweis, X2Go lebt vom Mitmachen. Wir sind immer auf der Suche nach Helfern. X2Go kann immer zwei Dinge von euch brauchen. Zeit bzw. Know-how, auch von Nicht-Programmierern übrigens. Oder Zuwendung in Form von Geld, Hardware-Spenden oder Dienstleistungsaufträgen. X2Go
ist ein Projekt der Open Remote Computing Association, kurz OLCA e.V. Und an diesen Verein kann man, da auch als gemeinnützig anerkannt ist, auch Geldspenden und Sachspenden leisten, die sich zumindest in Deutschland von der Steuer absetzen lassen. Oder wer halt eine offizielle Rechnung lieber mag als eine Spendenbescheinigung, der kann auch eine der im Projekt beteiligten Firmen beauftragen, gegen Geld Dinge für X2Go zu tun, wie Fehler zu beheben, neue Features zu entwickeln oder die Dokumentation zu verbessern. Und wer uns gerne was spenden möchte, der kann das gerne über den Orca e.V. tun. Den Link findet ihr hier oben bzw. links unten als QR-Code. Die Firmenliste für kommerzielle Aufträge, die findet ihr im X2Go-Wiki. Der richtige Link dazu ist etwas lang, deswegen haben wir hier einen Umweg gewählt. Der Kurzlink sieht zwar etwas kryptisch aus, aber ist dafür deutlich schneller getippt. Und auch dazu gibt es natürlich einen QR-Code dann rechts unten. Und jetzt sind wir auch schon beim Ausblick auf die nächsten X2Go-Termine. Am 24. September sind wir auf dem Linux Day AT in Dornbirn. Das ist die einzige Präsenzveranstaltung dieses Jahr, auf der X2Go vertreten ist. Ich werde, wie gesagt, persönlich nicht dabei sein, weil Anreise genauso zu weit und zu viele Leute um mich rum. Aber es sind mindestens zwei Leute von unserem Team vor Ort, die den Stand betreuen werden, die Fragen beantworten werden. Ein Teamkollege wird auch so einen ähnlichen Vortrag wie ich heute zum HTML5-Client halten. Dann unser pandemiebedingt ausgefallenes X2Go Jahres Event X2Go The Gathering nachholen. Und zwar dieses Mal im Titel The Spread. Das wird über mehrere Abende in der Woche gehen, immer bloß ein paar Stunden statt einer zweitägigen Wochenendveranstaltung wie sonst. Und am 10. November findet der IT-Kongress der Hochschule Neu-Ulm statt, zum dritten Mal in der Folge jetzt als reiner Online-Event. Und abschließend noch, generell lohnt sich der regelmäßige Blick auf unsere Eventseite im Wiki, deswegen hat der QR-Code wieder hier, auch und gerade in Pandemiezeiten, weil sich eben doch das eine oder andere recht kurzfristig ergibt oder ändert. Also wir werden uns wahrscheinlich auch noch für die TUX-Tage bewerben, ob wir da angenommen werden oder nicht, werden wir sehen. Das wird dann alles hier im Wiki veröffentlicht. Ja, damit sind wir schon am Ende des Vortrags angelangt. Ich bedanke mich für das Interesse und stehe natürlich jetzt im Anschluss noch für Fragen bereit. Ich kann noch mal kurz was per Demo zeigen, wenn Interesse besteht. Und wenn keine Fragen mehr sein sollten, dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder um 16 Uhr hier mit meinem Vortrag zum Granophone. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deinen Vortrag. Soweit ich das sehe, gibt es keine Fragen. Da muss ich schauen. Nee, da muss ich auch nicht schauen. Nee, der letzte ist auch irgendwo ist jetzt auch gerade wohl die Kamera verloren gegangen. Wahrscheinlich beim Wechsel vom Video wieder zurück auf die Slides. Es tut mir leid, dass ihr mich jetzt da nicht live gesehen habt für den Rest vom Vortrag. Ja, nicht, aber ich glaube, bis vor 5 Minuten oder 10 Minuten live gesehen. Also mit Webcam, das passt. Super, dann vielen, vielen Dank dir, Stefan. Und dann gehen wir kurz in die Pause, bauen kurz um und dann geht's gleich weiter. Alles klar. Dann bis morgen.